In Belarus wird heute ein neues Parlament gewählt. Die Wahl dürfte nach Auffassung von westlichen Beobachtern weder frei noch fair sein. Oppositionelle sind entweder ins Ausland geflohen oder im Gefängnis. Sie rufen zum Boykott der Wahl auf. Präsident Lukaschenko gab in der Hauptstadt Minsk seine Stimme ab. Er gilt als abhängig von Russland und Kreml-Chef Putin. Es sind die ersten Parlamentswahlen in Belarus seit 3,5 Jahren. Zumindest das, was der belarussische Machthaber Lukaschenko darunter versteht. Das Land mit 9,5 Millionen Einwohnern wird von ihm seit 1994 autokratisch regiert. Massenproteste nach der Präsidentschaftswahl 2020 wurden gewaltsam unterdrückt. Eine echte Opposition im Land gibt es nicht. Die meldet sich aus dem Ausland zu Wort, ruft zum Boykott der Parlamentswahlen auf. In Weißrussland hat es schon lange keine echten Wahlen mehr gegeben, seit mehr als 20 Jahren. Jetzt ist die Situation noch schlimmer. Alle Oppositionsparteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen wurden liquidiert. Unabhängige Medien wurden liquidiert und Medienkanäle aus dem Ausland wurden im Internet blockiert. Nach den Präsidentschaftswahlen 2020 waren Hunderttausende auf die Straßen gegangen, um gegen das zu protestieren, was auch international als Scheinwahl wahrgenommen wurde. Lukaschenko reagierte brutal. Tausende wurden verhaftet. Bei der Parlamentswahl heute macht der belarussische Machthaber klar, im kommenden Jahr will er sich erneut zum Präsidenten wählen lassen. Ich werde nächstes Jahr kandidieren. Sag den Leuten, dass ich kandidieren werde. Und je schwieriger die Situation ist, desto aktiver werden wir unsere Gesellschaft begeistern. Für mich, glauben Sie mir, ist das sehr wichtig. Die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr dürften ebenso unfrei verlaufen wie die heutigen, glaubt die Opposition. Damals hatte Lukaschenko relevante Gegenkandidaten einfach verhaften lassen. Ina Ruck beobachtet in Moskau für uns die Wahlen in Belarus. Das belarussische Außenministerium verweigerte Ihnen und dem Team die Akkreditierung für die Parlamentswahl. Wovor hat die Regierung Angst? Ja, die Akkreditierung und auch die Visa, es sind, soweit ich das überblicken kann, keine westlichen Journalisten zugelassen. Ich habe auf Bildern, die gezeigt wurden im belarussischen Fernsehen, gesehen, dass russische Kameras da waren. Also es sind schon Ausländer dabei, aber eben niemand aus den Ländern, die auch in Belarus als unfreundlich gelten. Ob da Angst im Spiel ist, vermag ich nicht zu sagen, aber man will sicherlich niemanden da zuschauen haben, der stören könnte bei dem ganzen Prozess. Fast alle Vertreter der Opposition sind im Gefängnis oder in der Emigration. Wie fair kann die Wahl dann überhaupt noch sein? Ich weiß gar nicht, ob man von Wahl sprechen kann, wenn die Opposition komplett ausgeschaltet ist. Es sind 4 Parteien zugelassen. Alle 4 Parteien sind nicht kritisch gegenüber dem Kurs des Präsidenten und der Regierung. Da kann man dann schon erwarten, was rauskommt. Tatsächlich gab es unabhängige Umfragen, soweit es überhaupt möglich ist in Belarus. Und demnach sind die in Haft sitzenden Oppositionspolitiker zum Teil beliebter als diejenigen, die da im Moment zur Wahl stehen. Putin und Lukaschenko haben ja ein enges Verhältnis. Russland ist wichtig für Belarus. Aber wie wichtig ist denn das kleine Belarus für Russland? Das spielt schon eine wichtige Rolle in verschiedener Hinsicht. Zum einen, das haben wir gesehen beim Angriff Russlands auf die Ukraine, beim Beginn dieses Krieges hat Belarus rein geografisch eine Rolle gespielt. Man hat ja auch von belarussischem Gebiet aus dann begonnen zu attackieren. Da ist Belarus ein verlässlicher Partner für Russland sicherlich, auch wenn es eigene Soldaten bislang raushält aus der ganzen Sache. Und zum anderen ist Lukaschenko der letzte aus dem post-sowjetischen Verbund, sagen wir es mal so, der eng an der Seite Putins steht. Es gibt noch ein paar andere Staatschefs in den ehemals sowjetischen Republiken, die zumindest so einen Wackelkurs gegenüber Putin einnehmen, aber viele haben sich doch abgewandt. Lukaschenko steht noch zu ihm und wenn Putin da träumt von einer Art Wiederherstellung der Sowjetunion, das scheint ja zumindest im Kleinen ein Teil seiner Pläne zu sein, er hat ja der Ukraine jegliche Staatlichkeit zum Beispiel abgesprochen, dann ist Belarus sicherlich der Staat, der da am ehesten bereit ist, dem sich anzuschließen. Es gibt ja schon so eine Art Unionsstaat, der Russland und Belarus verbindet, auch wenn der eher symbolisch ist bislang. Mhm.
Schauen wir noch mal in das kleine Land. Nach den Protesten 2020 wurden bekannte Oppositionelle eingesperrt, ohne Verbindung zur Außenwelt. Insgesamt 5 politische Gefangene sind in der Haft gestorben. Was dringt denn aus den Gefängnissen vielleicht doch nach außen an Informationen? Man kann das tatsächlich nicht laut genug betonen. Erst vor kurzem ist der 5. Mensch in Haft gestorben. Das sind katastrophale Zustände natürlich. Man erfährt nur sehr wenig. Wir haben gesprochen mit der Schwester der Inhaftierten, Maria Kalesnikova, die ja auch eine der führenden Figuren der Proteste von 2020 war, die seitdem in Haft ist. Und die Schwester Tatjana Chomitsch hat uns gesagt, dass sie seit einem Jahr überhaupt nicht mehr weiß, was mit ihrer Schwester ist. Sie hat weder Briefe bekommen, noch ist ein Anwalt zu ihr gelassen worden. Man hat also wirklich überhaupt nichts, man kann überhaupt nicht erfahren, wo sie ist. Man weiß ungefähr, dass sie in Gomel in einem Gefängnis ist, aber mehr weiß man nicht. Das geht vielen anderen politischen Gefangenen auch so, den Familien, auch Frau Tichanowskaja, die ja ihren Mann im Gefängnis hat, weiß überhaupt nichts über seinen Verbleib. Das sind natürlich furchtbare Umstände. Die Schwester von Maria Kalesnikova sagte, dass sie unbestätigt gehört hat, dass ihre Schwester offenbar in so einer Art Einzelhaft auch sitzt, mit Kontaktverbot, nur 30 Minuten Spaziergang. Man kennt sowas ja auch aus Russland, am Tag erlaubt. Ansonsten komplette Kontaktsperre. Ihr selbst wird immer gesagt, ihre Schwester wolle keinen Kontakt zur Außenwelt. Das ist das Einzige, was sie hört. Also die Opposition wird mundtot gemacht. Noch abschließend, wie steht es also um die Menschenrechtslage in Belarus? Ja, katastrophal, ganz offenbar, zumindest soweit wir das von außen sehen können. Wir kommen ja nicht mehr rein ins Land. Es sind kaum noch westliche Beobachter überhaupt im Land. Einige Botschafter, soweit ich weiß, sind noch da. Aber es ist sehr, sehr schwer von außen das Ganze zu beurteilen und das nochmal auf Ihre erste Frage zu sprechen zu bekommen, warum man nicht ins Land kommt im Moment. Das mag einer der Gründe sein, warum man nicht ins Land kommt. Man will nicht, dass man sich dort ein Bild machen kann von dem, was dort wirklich passiert. Danke, Ina Rook, für diese Informationen und Einschätzungen zur Wahl.